Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir mal einen Blick in die Fairy Box aus dem Monat September. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Für 19,90 € bekommt man diese Box monatlich nach Hause geliefert, zuzüglich Versandkosten. Und wir haben hier drin 4 bis 6 Produkte aus dem Bereich tierversuchsfreie Naturkosmetik. Und ich bekomme sie in Kooperation. Ich freue mich da sehr drüber, weil ich hiermit auch so ein bisschen immer wieder auf eine neue Reise gebracht werde. Hier sind immer so ein paar Denkanstöße auch für mich mit dabei, was ich immer schön finde. Wir haben immer so einen Warenwert von um 50 Euro, was eigentlich auch immer eine ganz gute Geschichte ist. Und ja, wir schauen einfach mal in diese Box hinein, die im wundervollen Milchtütendesign kommt. Das finde ich auch immer sehr ikonisch, muss ich sagen. So, herzlichen Glückwunsch zu deiner Fairy Box. Fühl dich gut und tue Gutes. Wie jeden Monat haben wir für dich in der Fairy Box das Beste an reiner Naturkosmetik für Gesicht, Haar und Körper zusammengestellt. Dann gibt es auch noch ein Gewinnspiel, wenn du die Box bewertest, wenn du Abonnent bist. Und ja, dann würde ich sagen, Moment, doch, wir schauen jetzt einfach mal in die Box hinein. Da stand jetzt irgendwas mit 52 Euro Quatsch als Warenwert. Das ist einfach ein süßer Flyer, ne? Das ist immer oben. Es ist schon süß gemacht, muss ich wirklich sagen. Dann haben wir hier Info über die grünen Chips in deiner Fairy Box. Also das sind diese Verpackungschips Flohpack Bio 8. Und die sind aus natürlichen Rohstoffen gewonnen und 100% Maisstärke. Und kannst du über die Biotonne oder den Kompost entsorgen. Oder, was man auch machen kann, wenn man theoretisch im Garten ist und irgendwie die Erde ein bisschen lockerer haben will, kannst du das auch mit in so einen Blumenkübel mit reingeben oder generell, ne? Ist eigentlich nur so ein kleiner Gartentipp hier von Hausfrau Claudine. So, als erstes ziehe ich hier raus Bambooment. Eine Bamboo Detangling Brush. Das ist eine Bambus-Entwirrbürste. Für mich wäre die ein bisschen wenig, weil ich habe echt lange Haare, ne? Das wäre bei mir nicht so genial. Ich habe da wirklich mal, ich bin da recht festgefahren, muss ich gestehen. Was ich da halt auch verwende, ne? Und dementsprechend wird das auf jeden Fall weiter wandern. Aber ich finde es ganz cool, dass man hier auch mal ein Tool mit dabei hat. Das war ein Reim und das ist panda-freundlich süß. Plastikfrei, certified, Bamboo ist hier mit verarbeitet und ein veganes Produkt. Auf jeden Fall eine schöne Sache. Fühlt sich auch gut in der Hand an. Ne? Das ist halt wirklich hier Bambusholz und definitiv. Wenn man möchte, ne, ist es definitiv was. Für mich, wie gesagt, ist es eher weniger was. Ich habe da einfach meine Bürsten gefunden, wo einfach so wenig Haarverlust für mich rauskommen. Und die kann ich nass verwenden und überhaupt kein Problem und so. Dann haben wir ein Snack hier mit drin von Rapunzel Ayurveda Fruchtschnitte. Ach was. Ach, guck mal, mit Kokos, Pflaume, Zimt steht hier, also sieht das hier so aus, ne? Hä? Ingwer? Wahnsinn. Was sind das da für Inhaltsstoffe? Das ist auch sehr, sehr verrückt. Okay. Mag ich das? Möchte ich das mal ausprobieren? Komm. Ist zwar kein Food Haul oder kein Food Unboxing hier, aber man kann es ja mal ausprobieren. Ich nehme mir mal so ein kleines Stück. Das ist in, mag ich ja gerne, ne? So ein Esspapier. Schmeckt besser, als ich anfangs dachte, muss ich gestehen. Ich dachte erst, es kommt wirklich sehr interessant raus. Es schmeckt sogar richtig gut. Kann ich mir dann gleich nochmal snacken. So, dann wühle ich noch ein bisschen hier weiter und sehe etwas von Apeiron. Tschüss, tschüss. Wow. Sammy, lass dich nicht davon beeinflussen hier, ne? Ein Augenfältchenfluid. Das ist auch cool mit Hyaluron und Parakresse. Das ist eine Full Size mit 15 Millilitern. Und solche Augengeschichten, die kannst du theoretisch, je nachdem, was es für eine Konsistenz hat, ne, unter deiner Augenpflege auftragen. Du kannst es dir auch unter die Augen geben. Und da hat zum Beispiel Maxime Giacomo in seinem Shop, kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken, so wiederverwendbare Augenpads. Und die kannst du dann da drüber legen. Und dann kann das halt wirklich wirken. Und dann hast du dir quasi mit diesem Produkt eine eigene oder eigene Augenpatches gebastelt. Das ist nur so ein kleiner Pro-Tipp zwischendurch. Hat so einen kleinen Pumper mit dabei. Ist aus Plastik und schaut einmal so aus. Jo. Das soll dann Gegenfältchen sein. Ist auf jeden Fall eine feine Kiste, ne? Das können wir alle irgendwie ganz gut gebrauchen. Okay, was bist du? Oh, oh. Bitte, ja. Es ist ein Einhorn drauf. Magical Shower Gel, Einhornpflegedusche. Mit Liebe und Sorgfalt hergestellt. Pure Green Cosmetics. Wie süß. 100 Milliliter sind hier drin.
Die himmlische Einhornpflegedusche mit wertvollem Tiroler Bergquellwasser, Bio-Apfelsaft und Heidelbeerextrakt sorgt für ein magisches und unvergessliches Duscherlebnis. Was ist mit einem Einhorn? Es riecht auch wirklich angenehm. Sehr beerig und oh, die mag ich. Die wird definitiv bleiben. Boah, dann werde ich mich wie ein Einhorn fühlen. Dann habe ich hier noch ein kleines Produkt, oh schön, von Kia Charlotta oder Carlotta, Vegan Nail Care mit Kaolin Nail Repair and Strength. Das ist dieses Produkt. Da denke ich mal, dass wir hier einen Base Coat haben, oder? Kann das wohl sein, wenn man das so schreibt? Oder ist es ein Nagellack, der Benefits mit drin hat? Das kann natürlich auch sein. Repair and Strength. Nee, das sieht aus wie ein Nagelhärter. Also, kann ich euch auch mal zeigen, ne? Schaut so aus. Sehr, sehr hübsch. Und wir hatten auch schon das ein oder andere Kia Charlotta Produkt mal in Boxen enthalten. Deswegen mag ich das eigentlich auch wohl. 11 Milliliter sind das. Wo haben wir denn hier das Flyer-Ding? Da. Ein absolutes Must-Have für gesunde und gestärkte Nägel. Mit Kaolin als pflegendes Schutztreatment verleiht dieser Nagelhärter deinen Nägeln nicht nur ein edles Finish, sondern lässt sie stärker und glänzender wirken. Die reichhaltige Textur kaschiert Unebenheiten und füllt Risse in der Nageloberfläche auf. Trocknungszeit nur 2 bis 5 Minuten. Feinige Peini. Also das würde ich vielleicht wirklich als Basecoat verwenden und darüber irgendwas Knalliges. Ich bin ja ein bisschen freaky drauf, ne? Aber ich mag sowas. Dann habe ich hier noch was drin. Was sind alle Produkte? Weiß ich gar nicht. Soul Tree Nourishing Hair Oil, Metika, kann ich nicht aussprechen, versuche ich auch gar nicht, und Virgin Coconut Oil, 30 Milliliter sind hier drin, also das ist ein schönes Haaröl. Ich weiß nicht, ob ich den Duft mag. Soul Tree hat immer sehr, sehr intensive Düfte, weil das, ne, das ist für mich oft einfach zu krass, zu kräuterig. Nee, auf gar keinen Fall. Weil gerade in den Haaren bleibt sowas halt echt tief drin oder krass drin, ne? Und du riechst es den ganzen Tag auf gar keinen Fall. Das riecht mir zu, fast schon medizinisch, ne? Krasses Pferd. Nee. Das ist nicht so meine Welt. Ethisch, organisch und ayurvedisch. Ja, dieses Ayurvedische, das ist das, ne? Das ist nicht so meine Duftrichtung. Soul Tree ist eine einzigartige indische Marke, welche besonders großen Wert darauf legt, kleine Biobauern in ihrer Arbeit und ihrem Lohn zu unterstützen und nur die qualitativ hochwertigsten Kräuter zu verwenden. Das nährende Haaröl mit ayurvedischen Extrakten wie Metika, Bala, Amla, Brahmi und, kann ich nicht aussprechen, Bringraj, sorgt für Geschmeidigkeit und wirkt einem vorzeitigen Vergrauen entgegen. Natürliche Öle aus Kokosnuss, Mandel und Traubenkern stärken die Haarwurzeln, weshalb es ideal für bei Haarausfall ist. Kann sein, ne? 30 Minuten einwirken lassen oder über Nacht und dann halt mit einem milden Shampoo und Handfarbenwasser auswaschen. Ist mir zu krass, bin ich ehrlich. So, jetzt gucke ich mal schnell drüber, ob ich alles hier drin habe. Ja, jetzt habe ich euch alles gezeigt. Der Rest sind diese Mais-Schnipsel. So, ich finde die Box schön, weil wir Gesichtspflege, Körperpflege, Haarpflege mit dabei haben. Ein bisschen dekorative Kosmetik und ein Einhorn. Also allein das Einhorn macht diese Box zu einer großartigen Box. Ich kann es nicht anders sagen. Und ich kann sie euch wirklich empfehlen. Schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch das mal verlinkt, dass ihr dorthin kommt, ne? Und dann wäre es das hier auch schon gewesen. Vielen, vielen Dank an das liebe Fairybox für die Zusendung der Box. Und wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.